Wegen einer kleinen Komplikation teilen sich Crescenzi Cavazzi und Christian Polans aktuell die Let's Dance Trainingsstätte. Ob sie sich etwas vom Altmeister abschauen kann? In der kommenden Woche müssen zwei Paare Let's Dance verlassen. Nach der sechsten Entscheidungsshow ist auch Crescenzi Cavazzi, 34, wieder gefährdet. Vielleicht hilft ihr ja der Umstand, dass sie beim Training diese Woche nicht nur Vadim Gabusov, 35, sondern auch Altmeister Christian Polans, 44, um sich herum hat. GZSZ-Star Crescenzi Cavazzi findet neue Situation aufregend. Nach Show 6 fuhr Crescenzi Cavazzi nicht wie gewohnt heim nach Berlin. Grund war das Training für die Jurytänze, die in der siebten Entscheidungsshow am 14. April anstehen. Ich habe einiges gelernt, ich glaube, das wird gut, so die GZSZ-Darstellerin über den Fortschritt ihrer Gruppe, ohne die anderen Mitglieder oder den Juror, der für sich verantwortlich ist, zu nennen. Beim eigentlichen Tanztraining mit Vadim Gabusov dagegen schien es offensichtlich Komplikationen zu geben, was die Koordination der Trainingsstätten betrifft. Deshalb trainiert das Tanzpaar jetzt im selben Studio wie Sharon Battiste, 31, und Christian Polans, 44. Aufregend, wie sie sagt. Let's Dance, Ali Güngörmüz und Crescenzi Cavazzi gefährdet ein Tipp von Polans, der Let's Dance schon zweimal gewann und bereits seit der zweiten Staffel Teil der großen RTL-Show ist. Käme sicherlich nicht ungelogen, denn wie Ali Güngörmüz, 46, ist sie vom Ausscheiden bedroht. Umso mehr, da in Show gleich zwei Tanzpaare gehen müssen. Let's Dance, Anna Ermakova mit Bonusbank Grund ist, dass wegen des Partnertauschs in Show 6 alle Promis automatisch eine Runde weiterkamen. Favoritin Anna Ermakova, 23, konnte sich allerdings als Siegerin des Abends einen Bonuspunkt für die nächste Runde sichern. Für Cavazzis Rumba mit Tauschpartner Zsolt Sándor Cseke, 35, gab es am Freitag 21 Punkte, was ihr noch hinter Handballer Mimi Kraus, 39, und Ekaterina Leonova, 35, den vorletzten Platz in der Jurywertung einbrachte. Nur Güngörmüz und seine Tauchpartnerin Patricia Ionel, 28, waren noch schlechter platziert.